Jetzt habe ich ein wichtiges, interessantes Blatt mitgebracht, der Bayer, ich zeige es dir vor. Und auch das ist mal eine interessante Lektüre und die befasst sich jetzt mit dem Länderfinanzausgleich und mit dem Umsatzsteuerausgleich. Geben, nein, Sie, schauen Sie, jetzt habe ich Sie in Zeit und trotzdem wissen Sie nicht, was draufsteht, können Sie auch nicht. Das Geberland Bayern, 3,4 Milliarden in 2009, das muss man sich vor Augen halten. Das Nehmerland, Wovereit, SPD, Berlin, Rot-Rot regiert, 2,9 Milliarden brauchen die, um überleben zu können von uns. Nur beim Länderfinanzausgleich. Jetzt machen wir die Gesamtrechnung auf. Wir haben erhalten, Bayern in der gesamten Nachkriegszeit bis zum heutigen Tage 9,4 Milliarden. 9,4. Wir haben einbezahlt mittlerweile 34 Milliarden. Das heißt, 25 Milliarden haben wir mittlerweile mehr abgeliefert, als wir einst mal bekommen haben. Die Gesamtrechnung 25 Milliarden. Das heißt, meine Damen und Herren, mit diesen 25 Milliarden hätten wir alle Schulden, die Bayern die 60 Jahre von 1947 bis 2007 gemacht haben, hätten wir die alle locker tilgen können. Jetzt wird es unangenehm für Sie. Ich habe schon gemerkt, Herr Kollege Halbert, Sie kennen dort die Konditionen, dass es da vertragliche Regelungen gibt, dass wir das soweit mitgestaltet haben, damit wir da rauskommen. Und es ist doch klar, dass die da profitieren, einen nicht so schnell rauslassen, nur wenn es sein muss. Und da gibt es ja Urteile. Jetzt bleiben wir beim Thema Umsatzsteuerausgleich. Das wird ja nicht vergessen. Da hat das Urteil gesagt, das sind diejenigen, die unterdurchschnittliche Steuereinnahmen, nichts anderes wie beim Länderfinanzausgleich, auf das Einkommen abgestellt wird. Und die Antwort ist, 2 Milliarden haben wir da im vergangenen Jahr ebenfalls durch Umschichtungen abgegeben. Also nicht nur die 3,4 beim Finanzausgleich, sondern weitere 2 Milliarden über den Umsatzsteuerausgleich. Und was jetzt auch noch interessant ist, wenn wir hier den Gesamtblick nehmen, dass wir neben den 25 Milliarden beim Umsatzsteuerausgleich seit 1995 21 Milliarden umgeschichtet wurden zu unseren Lasten und dass dies zusammen, liebe Kolleginnen und Kollegen, und jetzt können wir wirklich uns Träume anmelden, 46 Milliarden ausmacht. Also mit den 46 Milliarden hätten wir alle Schulden zahlen können, alles, was wir für die Stützung der Bank aufbringen mussten und aufbringen werden, übernehmen können. Wir hätten auch den Finanzierungsbedarf oder Konsolidierungsbedarf, Herr Ministerpräsident, für die nächsten 3 Jahre damit zahlen können. Und es wäre sogar noch ein bisschen was für FBI übrig geblieben. Das alles könnte mit den 46 Milliarden, die wir beim Länderfinanzausgleich und Umsatzsteuerausgleich in netto abgeliefert haben, leisten. Und damit wird deutlich, was Bayern ist. Ein leistungsfähiges, ein starkes Land mit guter, solider Haushaltspolitik und Wirtschaft und mit Weitblick. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss und bitte den Herrn Präsidenten, dass ich das zu Ende bringen darf. Die Zukunftsfähigkeit, Generationengerechtigkeit und die Perspektiven für die Jugend sind uns eine wichtige Leitlinie bei der Umsetzung und bei der Gestaltung der künftigen Haushaltspolitik. Was Bayern auszeichnet und worum uns andere beneiden. Die schöne Landschaft habe ich nicht aufgeschrieben, aber 10 weitere Punkte. Sehr hohe Investitionsquote, niedrige Zinslast, geringste Pro-Kopf-Verschuldung der Flächenländer, 1 Milliarde für Kinder, großes Engagement für die Bildung, 9,5 Milliarden. 2 der 3 Elite-Universitäten sind in Bayern, die es in Deutschland gibt, von den 3 in 2 bei uns. Spitzenwerte bei der inneren Sicherheit, Spitzenstellung bei der erneuerbaren Energien in Deutschland, große Nachfrage, hochwertiges Angebot bei der Gesundheitswirtschaft, hoher Exportanteil und Hightech-Projekte. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege. Es freut uns hier oben immer, wenn schon 1 Minute vor Ende der Redezeit gefragt wird und nicht erst 1 Minute danach. Ich darf als letzter Redner in der Debatte